Zeig nochmal, was die Aufgabe war. Hier gibt es die 10 Gebote. Wir fangen jetzt einfach mal von hinten an. Das 10. Gebot. Und wir sind jetzt auf der Seite, wo die 10 Gebote gebaut werden sollen, in einer Variante, wie sie erfüllt werden. Was passiert mit dem Leben, wenn sich Menschen an die Gebote halten? Das ist sozusagen diese Seite. Und hinter der Mauer, auf der anderen Seite, befindet sich eine Möglichkeit, dass wir, wie wir sozusagen das, was passiert mit der Welt, wenn sich Menschen nicht an die Gebote halten. Und dazu sollten immer Zweiergruppen gebildet werden. Und man sieht jetzt hier an ersten Stellen entstehen Dinge. Ups, Entschuldigung. Hier ist also schon ein großer Raum entstanden. Jetzt gehen wir mal, versuchen mal zwischendurch zu gehen. Viele stehen aber auch noch rum und wissen noch nicht so richtig, was sie machen sollen. Und hier gucken wir uns einfach mal nach Gebot 2 und 1 an. Und bei 1 ist auch schon so einiges gebaut worden. Also das ist, glaube ich, ein Altar mit einem Jesus am Kreuz, wenn ich das richtig deute. Und dann gucken wir mal weiter, was das noch bedeutet, wie das Gebot hieß. Und wir können ja mal gucken, was auf der anderen Seite passiert ist. Also wir haben jetzt hier drüben sozusagen die Seite. Also wenn man jetzt hier guckt, gibt es sozusagen zwei Seiten. Nervig rechts. Nützlich links. Und die Aufgabe, die hier steht, ist, ihr könnt so viel Platz benutzen, wie ihr braucht. Es soll nur klar sein, zu welchem Gebot welches Bauwerk gehört. Und was steht hier drüben noch? Reicht die Anarchie? Wie sieht die Welt aus, wenn sich keiner an dieses Gebot hält? Baut das Gegenstück zur anderen Seite gleiche Gruppe. So, wenn man jetzt guckt auf die Welt, hier sieht man doch, dass eine ganze Reihe von Gruppen dabei sind. Wir haben also ganz links, rechts den Altar. Hier links passiert gerade etwas mit dem Bart Kaninchen, gerade irgendwas. Wir haben hier noch eins, was gebaut wird. Pfarrer Ebel und Not Ben bauen hier verschiedene Sachen zusammen. Und ganz da hinten ist bei Dirk, und wir können ja mal hier auf den Stein gehen und rüber gucken, wo die Mauer scheint, da auch noch was mehr entstanden zu sein. Und das ist jetzt, oh, der Mensch ist von einem großen Schwert erstochen worden und das Blut läuft. Also,